Das ist halt das Problem. Wir müssen so gucken, dass es von den EP her passt, dass wir den Rivalen besiegen können, dass wir unsere Pokémons nicht verlieren, aber auch nicht den Arena-Leiter überspringen vom Level. Das ist ein kleines Problem. Aber das ist okay. Level 4er Hutut, okay. Das kriegen wir hin. Oder vielleicht auch nicht. Aber ich wollte, wie gesagt, die Animation mal eben ausschalten. Drucken? Nee. Da ist eine Aprikoko-Beere. Keine normale Beere, alles klar. Mir kommt es aber auch dafür so vor, gerade als wenn man nachts startet, dass die Pokémon allgemein stärker sind. Weil Level 4 am Anfang ist schon ein bisschen hart. Ich meine schon, dass es so ist. Wow, okay. Gucken, vielleicht überspringe ich das auch einfach, das Kämpfe von solchen Pokémon, dass ich das kurz wegschneide. So, jetzt haben wir Level 6 erreicht, zumindest. Und Rauchwolke erlernt, okay. Damit lässt sich ja auch helfen, wenn man Probleme in Kämpfen hat. So. Einmal aufladen. Bitte, ich habe nämlich keine Lust, dass meine Pokémon draufgehen. Vor allem das Starter-Pokémon. Das wäre ja ein bisschen scheiße, wenn irgendwann bei dem 10. Orden oder so ohne Starter-Pokémon rumgurkt. Alter, Nordlo ist ja schon ziemlich stark. So. Wir haben 2000, ne? Ja. Okay. Fangen können wir, wie gesagt, immer noch nichts. Ich weiche, wollte gerade sagen, ich weiche immer für das meiste Gras aus. Okay, jetzt kommen schwächere Pokémon als auf der ersten Route, okay. Das ist schon komisch. So, dann sind wir wenigstens bei Mr. Pokémon angekommen. Eine Gegengiftbeere. Okay, sehr gut. Die habe ich damals gerne mal Kniffbeere genannt. Aber ich weiß ja zum Glück, wofür es steht. Hallo, du musst Peggy sein. Professor Lind sagte, dass du kommst. Professor Lind soll das hier untersuchen. Rätselei. Yay. Peggy steckt Rätselei in Basis-Items. Ich kenne ein Paar, das eine Pokémon-Pension leitet. Sie gab mir das Ei. Ich war derart faszinierend, dass ich Professor Lind eine E-Mail schrieb. Was die Entwicklung von Pokémon betrifft, ist Professor Lind eine Kapazität. Sogar Professor Eich schätzt ihn sehr. Ich gehe davon aus, dass Professor Lind mehr darüber weiß. Okay. Aha, du bist also Peggy. Mein Name ist Professor Eich. Ich bin von Beruf Pokémon-Forscher. Ich besuche gerade meinen alten Freund Mr. Pokémon. Ich hörte, du hast etwas für Professor Lind besorgt. Also habe ich gewartet. Oh, was ist das? Ein seltenes Pokémon. Mal sehen. Ich verstehe. Ich weiß, warum Professor Lind dir ein Pokémon für die Besorgung gab. Für die Forschung, die wie Professor Lind und mich sind. Pokémon und unsere Freunde.
okay. Für mich sind Pokémon unsere Freunde. Okay, genau. Erkannte das, dass du deine Pokémon liebevoll und umsichtig umsorgst. Ah. Du scheinst zuverlässig. Möchtest du mir auch helfen? Dies ist eine neueste Version des Pokédex. Erfasst automatische Daten über Pokémon, die man gefangen oder gesehen hat. Er ist eine Art Hightech-Lexikon. Und da war der Pokédex. Wer hätte es gedacht? Triff auf viele verschiedene Pokémon und vervollständige den Pokédex. Ich bin schon zu lange hier. Ich muss nach Ducatia City zu meiner Radioshow. Piggy, ich zähle auf dich. Ja, viel Spaß. Da werden wir richtig Probleme haben mit einem, also mit drei Pokémon, merke ich gerade. Kehrst du zu Professor Lin zurück? Dein Pokémon sieht müde aus. Du solltest eine kurze Pause einlegen. Dankeschön. Ich bin auf dich angewiesen. Alles klar. Lass den 10-jährigen Junge das alles machen. Professor Lin ruft an. Hallo Peggy, es ist eine Katastrophe. Es ist einfach erschrecklich. Was soll ich tun? Bitte komm hierher zurück. Klick. Gut. Nee, ich lauf hier lang. Sehr gut. Wir sind Level 6, ne? Perfekt. Aber jetzt kommt ja der Rivalenkampf. Hier holen wir uns noch eine Beere. Und da drin gibt es auch noch eine Beere. Ja, ist okay. Ja. Das kriegen wir schon hin. Gut, Beere, gib. Isaac. Damit er schon mal wieder vorgesagt ist, wenn er mal im Kampf Probleme haben sollte. Gut, dann geht's, glaube ich, los mit dem Arena-Kampf, mit dem realen Kampf. Mal sehen. Du hast ein Pokémon aus dem Labor, welches eine Verschwendung für einen Schwächling wie dich. Hast du kapiert, wovon ich spreche? Auch ich habe ein gutes Pokémon. Ich zeige dir, was ich meine. Oh, ein Kanimani. Ein Krokodil auf irgendwelchen Drogen. Fragezeichen möchte mit dir kämpfen. Ich glaube, ich mache das dieses Mal auch, dass ich einen Typen tatsächlich drei Fragezeichen nenne. Da steht's halt. Und ich werde ja von der Polizei gefragt. Wie heißt der Typ? Okay, machen wir zuerst Silberblick. Nochmal Silberblick. Noch einmal. Das könnte jetzt Aua machen, der Tackle. So, Full Life. Und Tackle. Oh, macht ein bisschen wenig Schaden, um ehrlich zu sein. Ich hätte mit mehr erwartet. Ich hätte über die Hälfte gedacht. Ja, hauen wir mal daneben. Ist okay. Ist ganz schön knapp dafür, dass ich dreimal Silberblick eingesetzt habe. Holy shit. Krass. Ganz schön knapp, ey. So, 70 Erfahrungspunkte. Wie lange gefahren wir denn? Also, wie viele Angriffswerte? 13, okay. Wurde besiegt. Bist du wenigstens froh über deinen Sieg? Wir haben $300 bekommen. Pokédollar. Mein Name ist Fragezeichen. Ich werde der weltbeste Pokémon-Trainer sein. Ja, viel Spaß. Fragezeichen. Ach ja, immer diese Leute und Rivalen mit den komischen Namen.
Dann wollen wir mal gucken. Erstmal ausweichen. Und dann können wir ja gleich schon anfangen, Pokémon zu fangen. Und danach fällt die Auswahl eigentlich recht leicht, was für ein Pokémon wir am Anfang fangen. Da wird sich Nutut gefangen. Ich habe von Professor Lind einige Informationen erhalten. Bei dem Dieb handelt es sich um einen jungen Mann mit langen roten Haaren. Wie? Du hast gegen einen solchen Trainer gekämpft? Hat er dir auch seinen Namen genannt? Ja, hat er. Er ist so. Will ich das machen? Ich weiß es nicht. Eigentlich heißt er ja Silber, also nennen wir ihn einfach Silber. Silber. Okay, sein Name war also Silber. Danke, dass du mir bei den Ermittlungen geholfen hast. Kein Problem. Yo, Lind. Peggy, das ist schrecklich. Oh, um was handelt es sich bei Mr. Pokémons großer Entdeckung? Und das Ei wird übergeben. Wow. Das hier? Aber ist das auch ein Pokémon-Ei? Falls ja, dann ist es ja in der Tat eine große Entdeckung. Wie? Professor Eich hat dir einen Pokédex gegeben? Peggy, ist das wahr? Das ist ja unglaublich. Kein anderer ist wie er in der Lage, das wahre Potenzial eines Trainers zu erkennen. Wow, Peggy, es ist... egal. Es ist komisch mit Champ und dann bla. Könnt ihr eine Pause drücken? Ich habe keinen Bock zu lesen. Wenn das mal flüssig durchlaufen würde. Ich denke mir halt, ich wäre ein Autist, wenn ich hier das vorlese. Das ist ja schlimm, ey. Ja, ich muss mit Mami reden. Da gibt man uns noch Pokebälle. Hehe, Bälle. Dankeschön. Ein Pokéball. Ich hoffe mal, dass es nicht einer ist. So. Ja. Dankeschön. Dann sage ich noch meiner Mutti Bescheid. Ey, ich bin weg. Tschüss. Das ist ein niedliches Pokémon. Wo hast du das denn her? Von Professor Lind. Du begehst also ein Abenteuer. Okay, auch wenn ich dir helfe. Aber was kann ich für dich tun? Ich weiß, ich werde für dich sparen. Auf einer langen Reise ist Geld sehr wichtig. Soll ich ein Geld sparen? Ja, komm. Okay, verwalte deine Ersparnisse. Sei auf der Hut. Pokémon sind deine Freunde. Ihr müsst als Team auftreten. Also macht's gut. Tschüss. Wir gehen jetzt um 9 Uhr abends. Wir werden Pokémon Meister. Tschüss. Ja, wenn er lässt seinen 10-jährigen Sohn nicht um 9 Uhr abends Tiere sammeln. Ich meine, mit 10 ist man ja erwachsen, ne? Scheiße, ich hab ja gedrückt. Ich weiß, wie man Pokémon fängt. Please, no, ich will keine Art Fratz. Und du zeigst mir nicht, wie Pokémon fängt, du zeigst mir, wie Pokémon aus dem Ball springt. Das ist ein Lacker. Bei mir wäre es nicht reingegangen. So geht das. Wenn du sie zuerst schwächst, kannst du sie leichter fangen. Ja, cool. Mr. Obvious ist wieder da. Dann gucken wir mal. Hutut, wo ist es? Ein wildes Hutut, Level 2. Nee, ich möchte eins Level 4 haben. Dann ist es wenigstens schon etwas stärker. Und ich weiß ja, dass hier auch Level 4 Hutut wird kommen. Was mich interessiert ist... Da müssen wir uns eine Karte holen. Radfratz, nee. Auch kein Radfratz. Hier in dieser Route gibt es auch nochmal Pokémon. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das jetzt... Toll, hier steht nirgendwo ein roter Name. Doch, hier. 46.
Okay, also dürfen wir hier kein Pokémon fangen, sonst können wir, glaube ich, am 7. Orden, glaube ich, keins fangen, meine ich. Bin jetzt nicht so sicher. Aber ich glaube, das gehört dazu. Also wäre es ziemlich unpassend, wenn wir hier schon eins fangen. Gut. Lal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